Ja, es ist endlich soweit. Ich habe meine 2000 Punkte gesammelt und kann meine Waffe abholen. Meine KVM-Waffe. Ja, in den letzten Tagen würde ich mal sagen, war ich jetzt nur hier unterwegs. Also absolut nur hier, weil hier war jetzt viel los. Wie man schön sehen kann, sind hier deutlich Leute unterwegs. Es gab auch Tage, wo gar nichts los war. Also absolut nichts. Und ja, meine Bilanz. Ja, schwer einzuschätzen, aber auf jeden Fall sage ich mal, ja, die 9, 8 Tage habe ich schon gebraucht, um meine 2000 Punkte dahin zu fahren. Es geht deutlich schneller, das kann man auch machen. Also es geht schneller, als was ich gemacht habe, weil ab und zu mal habe ich meine Punkte vergessen abzuholen, wo die Runde zu Ende war, oder ich habe nicht jedes Mal in jeden fünfte Minute meinen Char eingeloggt oder reingehauen oder sonst was. Man kann auch deutlich schneller sein, aber ich sag mal so, falls man jetzt Urlaub hat und ja, am Ball bleiben will, kriegt man die Punkte, wenn auch das hier Battleground auch voll ist. Innerhalb von 4, 5 Tagen kriegt man schon die Punkte zusammen. Das ist möglich, aber wie gesagt, das hängt auch an den Mitspielern, wie die drauf sind, weil es gab auch Momente, wo die Mitspieler einfach auf die andere Seite gegangen sind, also zu den AFK-Chars und haben einfach die aktiven Chars da weggerusht. Naja, da kriegt man leider nur einen Punkt. Ist halt so, kann man auch nichts machen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich will endlich meine Waffe abholen. Das machen wir, ja, für Leute, die jetzt generell jetzt einschalten. Ich habe schon mal eine KVM-Folge gedreht. Das war, glaube ich, Folge 15. Wenn nicht, einfach auf meinen Kanal klicken. Es steht da irgendwo mal irgendwas mit KVM. Da könnt ihr die Folge mal ansehen. Hauptsache, jetzt habe ich meine 2000 Punkte. Dann gehe ich zu den Kollegen hier unten. Rede mit dem mal ein bisschen. Jo, ich möchte gerne jetzt mal ein Item holen. Item, Item. So, und zwar eine Waffe, genau. Und zwar auch nicht jetzt eine Axt oder ein Schwert, sondern eine Katar. Und ich sehe die gerade nicht. Ah, hier. Katar, genau. Denn mein Assassin geht auf Katar. Katar hier. Zack. Es gibt zwei zur Auswahl. Die eine oben und die andere unten. Beide sind fast gleich. Die eine ignoriert Damage, beziehungsweise vom ignoriert Demi-Human Damage und die andere wiederum teilt mehr Damage aus. Irgendwie war das so. Ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht richtig sagen. Hauptsache, die eine Waffe, die hier, ist gut für WoE und die andere ist nicht so gut für WoE, aber gut fürs hier MVP. Aber auch dann Demi-Human Monster, also ist ja logisch. Aber wie gesagt, die interessiert mich jetzt überhaupt gar nicht da unten, sondern eher die oben. Und das mache ich auch. Beziehungsweise, Moment, ich zeige euch jetzt mal meine Punkte hier. Das wollte ich als erstes zeigen. Zeig mal meine Punkte hier. 2003 Punkte. Wie gesagt, die drei kommen daraus, dass manchmal, ja, manchmal habe ich nur einen Punkt gekriegt. Ist leider so, kann man nichts machen. So, jetzt nochmal mit den Kollegen. Zack. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht was Falsches auswähle, denn ich habe schon öfters gehört. Auch gesehen, dass die Leute außersehen hier was Falsches ausgewählt haben. Man kann es leider nicht zurückgeben. So, ja, nehme ich. Ja, möchte ich gerne. Ah, hier stehen die Punkte nochmal. Gut. Ist ja nicht so schön. Ja, möchte ich gerne. Ja, das ist die gute Waffe. So, ich nehme sie jetzt mal an. Beziehungsweise zeige ich dir jetzt die Waffe mal. So, ja, wie gesagt, Top-Waffe für PvP und GOE. Denn sie erhöht den Schaden, nicht nur den Schaden. Der Schaden ist okay, der Schaden ist okay, ne? Also, dass die Waffe jetzt, sage ich mal, mehr Schaden an die Hummelmonster macht, ist okay. Sage ich mal, es gibt auch andere Waffen, die das auch machen. Aber mir geht es gar nicht darum, sondern mir geht es eher um das hier. Wenn ich sie auf plus 9 habe, ne? Auf plus 9, erhöht sich meine Angriffsgeschwindigkeit zu 100%, also Max SPD. Für 3 Sekunden zu einer gewissen Chance. Also, das ist immer so eine, ja, so eine Sache. Aber da ich eh eine hohe SPD habe, sage ich mal, irgendwann, wenn ich eine hohe SPD habe, wird der Effekt auch ein paar Mal ankommen, ne? Also, der Effekt ist nicht so selten. Und das finde ich eigentlich schon sehr gut. Und abgesehen jetzt davon, dass das. Okay, man kann auch eigentlich ohne der Waffe, ohne diese Waffe eigentlich auch auf Max SPD kommen, denke ich mal. Mit jetzt Guillotine Assassin. Das ginge auch. Aber jetzt kommt der zweite Clou. Und zwar dieser Slaughter-Effekt hier. Und zwar, wenn man die Waffe high,
High-Upt, und zwar auf 10 oder 11 oder auf 12, kommt da ein richtiger Damage-Input. Also, dann ist das wie ein Godlike. Also, aber gut, da muss man erstmal die Waffe hochbekommen. Das ist auch so eine, ja, keine leichte Sache, sage ich mal. Deswegen, ja, ich sag mal so, bis Level 8 kann ich die Waffe ohne Probleme uppen, denn bis 4 ist es safe, denke ich mal, oder bis 5, ne, bis 4 war das. 5, 6 muss ich dann mit diesen High-Elos da rumhantieren. 7, 8 habe ich so ein Safe-Upgrade, ne? Dann gehe ich einmal zu meinem PC, sage hier, ich möchte das gesaved haben, und das macht er mir zu 100% auf 7 und 8. Also ich habe so zwei Tickets, die muss ich einfach einlösen, und dann ist das auf instant auf plus 7 und dann instant auf plus 8. Jo. Tja, das Problem ist einfach nur das plus 9. Da werde ich, glaube ich, wie ich mich kenne, habe ich sehr viel Pech, also wird das nicht so einfach sein. Und mal gucken, wie viel Elos ich da verballern werde. Ich werde auf jeden Fall davon auch eine Folge machen. Das ist jetzt eher so eine kleine Folge. Ich wollte es auf jeden Fall mal zeigen, wie man so eine schöne Waffe abholt, wenn man die Punkte hat. Jo, mein AFK-Char hat um die 400 Punkte gehabt auch. Also mit dem könnte ich jetzt wiederum was auch anderes farmen. Vielleicht Glorious Ring, Ringe oder ich weiß ich, noch eine Katar oder keine Ahnung. Ich kann mir da jetzt was anderes holen. Also würde auch gehen, aber nein. Ich würde mal sagen, das war jetzt erstmal eine Herausforderung, auf jeden Fall. Und ja, jetzt gehe ich erstmal weiter leveln. Ich bin leider in 98 noch. Und ja, ich möchte da schon gerne Guillotine-Assassin werden. Und das werde ich dann in der nächsten Folge auch machen. Dann wird auf jeden Fall die Quest gemacht. Also ich werde jetzt noch hier, wie viel Prozent sind? Ich bin bei 44%, das heißt, um die 50% brauche ich noch. Und da muss ich die Jobquest machen zum Guillotine-Assassin. Und wie ich das erfahren habe, wird das ziemlich lange dauern. Das heißt, ich muss mir da mal überlegen, wie ich das alles mache. Auf jeden Fall wird das kein Zuckerschlecken. Ja, und dann mal gucken, ne? So. Ja, zum Equip, wie gesagt, habe ich jetzt eigentlich soweit alles, was ich jetzt brauche. Ja. Ja, das war eigentlich. Sieht eigentlich top aus. Damit kann man WoE machen, auf jeden Fall. Auch PvP. Und ja, wünscht mir auf jeden Fall Glück, dass ich meine Sache auf plus 9 kriege. Das wäre ziemlich nice. Denn dann habe ich endlich das erreicht, was ich schon immer wollte. Vor 2 Jahren wollte ich das unbedingt haben, bevor da über Rennewahl kam. Aber da war das ja nicht so machbar, denn da gab es keine diese High Elos nicht, sondern da konnte man locker die Waffe auch schrotten. Und ja, gut, es gab dieses Safe Fortune Emblem. Also man konnte, aber das war auch tierisch teuer. 2B locker so ein Teil. Das war immer so eine Sache, ne? Gut, ja, dann würde ich mal sagen, das wäre es erstmal für diese Folge. Viel wollte ich jetzt nicht sagen. Ich wollte es einfach mal zeigen, wie man das jetzt so holt und ja, auf was man da jetzt noch gespannt warten kann in meinen Folgen. Ja, und sonst gibt es eigentlich da nicht viel zu sagen, außer dass die Räume immer voll sind. Also ich gab es Tage hier, wo ich einfach ganze Zeit auf meinem, hier zum Beispiel 6-6, und ich musste die ganze Zeit tippen, dass ich reinkomme, weil sobald die weg waren, war der Raum instant voll. Also hier waren echt viele Leute, hier waren locker 10, 15 Leute hier auf dieser kleinen Plattform, und das war echt extrem. Also war schon spaßig auf jeden Fall, hat schon Spaß gemacht für die Tage. Ja, und ich würde mal sagen, ich mache erstmal hier einen Cut, und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, dann mit Guillotine Assassin Quest. Das wird spaßig sein, und ja, darum bis zur nächsten Folge, euer Sakadi S.